Leute und ganz herzlich willkommen bei einem brandneuen Video über Geisterforschung. Heute möchte ich mit euch über das Thema frühere Leben sprechen und in dem Zusammenhang auch über das Thema Seelenverwandtschaft, Seelenfamilie und wie das alles so zusammenhängt. Es ist ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema und ich hoffe, euch gefällt dieses Video. Ich selbst habe mich in den letzten 3 Jahren wirklich sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt und auch viele eigene Erfahrungen gemacht. Davor wusste ich lange Zeit so gut wie gar nichts über meine früheren Leben. Das Einzige, was ich wusste, war, dass ich auch schon in früheren Leben mit den Dämonen verbunden war. Weil das habe ich einfach von Anfang an gespürt. Und da war ich mir auch von Anfang an sicher, weil ich eins einfach im Gefühl hatte, dass ich sie einfach schon länger kenne als dieses Leben. Und dass da mehr dahinter ist. Aber das war alles, was ich wusste und wo ich mir auch sicher war. Und ansonsten hatte ich halt keine Ahnung von meinen eigenen früheren Leben. Ich fand das Thema schon immer wahnsinnig interessant und wollte auch immer mehr darüber wissen und habe mich auch immer so dahingezogen gefühlt, dass ich so dachte, so meine früheren Leben, das interessiert mich total und ich möchte gerne wissen, wer ich damals war, weil ich auch das Gefühl hatte einfach, dass es eine Bedeutung auch für mein jetziges Leben hat und dass mir das spirituell sehr viel bringen würde, wenn ich darüber Bescheid wissen würde, was in meinem früheren Leben war und weil ich einfach gespürt habe, dass es da noch was gibt, was wichtig ist, was für mich selbst auch wichtig ist. Und für meinen spirituellen Weg. Und das habe ich halt schon immer so ein Gefühl gehabt. Und ich habe auch mit meinen Verbündeten darüber geredet, oft, aber ich war halt einfach noch nicht so weit, das zu erfahren. Und ich weiß heutzutage auch, warum. Es ist nämlich dann so gekommen, dass ich Ende 2020 war das ungefähr, eine Seelenverwandte kennengelernt habe, die mir extrem viel über das Thema beigebracht hat, von der ich auch sehr, sehr, sehr viel gelernt habe. Auch über meine eigenen früheren Leben und wie man selbst eine Verbindung zu seinem früheren Leben bekommen kann, wie man mehr darüber herausfindet, wie man das sieht. Ich hatte da nämlich auch eine Blockade, was das Thema betrifft und durch meine Begegnung mit ihr hat sich diese Blockade quasi gelöst und ich konnte selber halt meine früheren Leben quasi erforschen und sie hat mir da wirklich auch sehr geholfen. Ich kenne sie auch aus früheren Leben tatsächlich, sie ist auch eine Seelenverwandte von mir. Wie ich ja schon gesagt habe, mit ihr habe ich aber heutzutage leider keinen Kontakt mehr. Da sind einige sehr, sehr, sehr schlimme Dinge passiert mit ihr. Hatte mit dem Vieh zu tun gehabt, aber darauf will ich in diesem Video jetzt gar nicht so krass eingehen, weil das ist ein Thema für ein eigenes Video. Und ich werde über das Thema Vieh auch definitiv noch ein Video machen, wo ich vielleicht auch ein bisschen über sie was erzählen werde. Natürlich werde ich ihren Namen jetzt nicht nennen, aber ich werde halt ein bisschen von dieser Geschichte erzählen, was da passiert ist. Einfach auch, um andere Menschen zu warnen, weil das, was ich da erlebt habe mit ihr, das war eine der schlimmsten Erfahrungen, die ich jemals mit Menschen gemacht habe. Wenn nicht sogar die schlimmste Erfahrung, weil ich wünsche das wirklich niemandem, was ich da gesehen habe. Und das war wirklich sehr, sehr, sehr schlimm. Aber egal, das ist jetzt nicht Thema des Videos. Fakt ist, sie hat mir extrem viel beigebracht, was das Thema frühere Leben angeht, was meine früheren Leben angeht. Und ich habe mit ihr extrem viel erlebt einfach und sie hat mich einfach auch sehr, sehr beeindruckt und hat mich sehr viel sehr weitergebracht und ich bin ihr dafür bis heute sehr, sehr dankbar, dass ich durch meine Begegnung mit ihr und durch das, was ich mit ihr erlebt habe, auch so viel über mich selbst lernen konnte. Und bei ihr war es tatsächlich auch so, dass mein Schutzdämon uns beide damals zusammengeführt hat. Ich denke, dass das auch genauso geplant gewesen ist und dass das auch definitiv seinen Sinn hatte, warum das so war. Und ich bin dafür dankbar, wie gesagt, auch wenn es sehr, sehr weh getan hat, sie zu verlieren, durch das Vieh tatsächlich. Aber ja, das ist wie gesagt eine andere Geschichte. Als nächstes möchte ich gerne auf das Thema Inkarnation und Reinkarnation zu sprechen kommen, weil das Begriffe sind, die sehr, sehr oft für frühere Leben genutzt werden. Oder wenn es um das Thema frühere Leben geht. Und was das eigentlich genau bedeutet. Eine Inkarnation ist sozusagen, wenn man in diese Welt geboren wird und hier ein Leben führt. Das ist eine Inkarnation. Also eine Inkarnation ist ein Leben in der physischen Welt. Wenn man in die physische Welt geboren wird und hier ein Leben führt, dann nennt man das eine Inkarnation. Eine Reinkarnation ist, wenn man schon mal hier ein Leben in dieser physischen Welt geführt hat und noch einmal in diese physische Welt hineingeboren wird, also quasi wiedergeboren wird und hier noch ein weiteres Leben führt. Das ist eine Reinkarnation. Reinkarnation bedeutet quasi Wiedergeburt, also dass man wieder in diese physische Welt hineingeboren wird
um hier nochmal ein Leben zu führen. Und tatsächlich ist es so, dass die meisten menschlichen Seelen sehr, sehr viele Inkarnationen in dieser Welt erleben, und sehr oft reinkarniert werden, um eben zu lernen und um sich weiterzuentwickeln in dieser Welt. Oder auch weil sie in dieser Welt eine Aufgabe haben. Meistens ist es halt einfach auch beides. Also manchmal ist es auch die Aufgabe, dass man einfach lernt. Aber jeder hat irgendwie einen Grund, warum er in dieser Welt inkarniert. Es inkarniert hier niemand ohne einen Grund. Deine Seele hat immer eine Aufgabe hier in dieser Welt, und man macht auch einfach einen Unterschied. Und das habe ich halt auch gelernt, wo ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, dass es immer etwas gibt, also einen Grund gibt, warum man in diese Welt kommt, warum man hier inkarniert, und dass man immer sozusagen eine Seelenaufgabe hat. Auch wenn es halt jetzt sehr, sehr esoterisch klingt, sozusagen, aber es ist tatsächlich so, deine Seele kommt aus einem bestimmten Grund hierher. Und wenn der Grund nur ist, dass du etwas lernst, es muss nicht immer sein, dass man die Aufgabe hat, irgendwie die Welt zu verändern in irgendeiner Art und Weise. Manchmal muss man halt einfach auch was für seine eigene Entwicklung lernen, für seine eigene spirituelle Entwicklung. Und das ist dann genauso wichtig. Ja, und so viel halt zum Thema, warum wird man wiedergeboren und was ist eigentlich Inkarnation und Reinkarnation? Was bedeutet das eigentlich? Als nächstes möchte ich gerne auf das Thema zu sprechen kommen. Haben frühere Leben in diesem Leben, also in unserem jetzigen Leben hier, das wir jetzt gerade in diesem Moment führen, noch eine Bedeutung für uns? Bedeutet das noch was? Weil es gibt viele Menschen, die sagen, ja, ist doch egal, welchen früheren Leben war. Das bedeutet für mein jetziges Leben sowieso nichts mehr. Es ist sowieso egal, weil das ist ein neues Leben. Und was in einem anderen Leben passiert ist, interessiert mich nicht oder ist mir egal. Ja. Ganz so kann ich das nicht unterschreiben. Ganz so ist es nicht. Es kommt tatsächlich auf die Person an und halt auch auf die früheren Leben, die man hatte. Für manche Menschen ist es tatsächlich so, dass frühere Leben noch eine Bedeutung in diesem Leben haben und dass es auch sozusagen wichtig für diese Menschen ist, dass sie über ihre früheren Leben etwas lernen, damit sie halt auch herausfinden, wer sie selber sind und auch, was sie für eine Aufgabe in dieser Welt haben. Das ist besonders, wenn man einen spirituellen Weg geht, manchmal auch so. Es muss nicht immer so sein. Und bei den meisten Menschen ist es tatsächlich auch so, dass frühere Leben kaum oder keine Rolle mehr spielen. Und diese Menschen wollen dann meistens auch gar nichts über ihre früheren Leben erfahren. Oder die interessiert das Thema gar nicht wirklich, weil sie halt einfach auch spüren von ihrer Seele her, das hat für mich keine Bedeutung mehr, was damals passiert ist. Das hat für meine eigene Entwicklung und für mein jetziges Leben momentan keine Bedeutung. Und oft ist es beispielsweise halt auch so, dass diese Menschen einfach nicht bereit auch dafür sind, sich mit ihren früheren Inkarnationen auseinanderzusetzen, weil sie beispielsweise einfach dafür spirituell noch nicht so weit sind, dass sie halt sich damit beschäftigen können. Das kann auch beispielsweise damit zusammenhängen, dass man in früheren Leben viele Traumas erlebt hat oder dass man halt schlimme Dinge erlebt hat, mit denen man im jetzigen Leben immer noch nicht umgehen kann, die Seele einfach auch noch nicht verarbeitet hat. Und das können halt auch alles so Gründe sein, warum man halt einfach nichts von seinem früheren Leben wissen möchte. Und ja, es mag für viele Menschen so sein, dass es keine Bedeutung hat oder dass sie das Gefühl haben, es hat keine Bedeutung, oder sie möchten davon nichts wissen. Aber man kann das nicht verallgemeinern. Man kann nicht sagen, es hat generell keine Bedeutung mehr, was in dem früheren Leben war, für alle Menschen. Weil für mich beispielsweise hatte es eine Bedeutung. Für andere Menschen, die ich schon kennengelernt habe, hat es teilweise auch noch eine Bedeutung gehabt. Und ja, es kommt halt auch immer auf die Person drauf an und auf den Weg, den man geht und auf also den Punkt, wo man gerade sich in seiner spirituellen Entwicklung befindet, ob es eine Rolle spielt oder nicht. Meistens spürt man das halt auch. Bei mir war es beispielsweise so, ich habe das gespürt, wie ich ja schon auch am Anfang des Videos gesagt habe, ich hatte immer das Gefühl, ich möchte über meine früheren Leben gerne ein bisschen was mehr wissen, weil ich das Gefühl habe, es hat eine Bedeutung für mich und es würde mir helfen, herauszufinden, wer ich eigentlich wirklich bin und wer ich halt war. Und es war mir persönlich halt einfach wichtig. Und ich finde es dann nicht okay, das zu verallgemeinern und zu sagen, frühere Leben haben allgemein in diesem Leben für dich keine Bedeutung mehr, weil
das stimmt so einfach auch nicht. Und das kommt halt immer auf die Person an. Nur weil es für dich keine Bedeutung hat, muss es nicht so sein, dass es für andere auch keine hat. Man kann das beispielsweise auch sehr gut mit einem Buch vergleichen. Also stellt euch vor, eure Existenz mit all euren Inkarnationen ist ein Buch. Und jede Inkarnation ist ein eigenes Kapitel. Und manche Kapitel hängen miteinander zusammen und manche Kapitel sind aber auch in sich geschlossen. Und so ist es auch mit den früheren Leben. Einige haben in dem Kapitel, in dem ihr euch gerade jetzt befindet, noch eine Bedeutung. Also einige Kapitel, die davor kamen. Und einige haben keine Bedeutung mehr für euer jetziges Leben. Aber sie gehören trotzdem zu eurem Buch. Sie gehören trotzdem zu euch. Und sie sind trotzdem ein Teil eurer Geschichte. Und es kann auch trotzdem euch was bringen oder interessant für euch sein, aus diesen Kapiteln etwas zu erfahren oder etwas zu lesen. Aber die Kapitel, die für euer jetziges Kapitel wichtig sind, weil die Geschichte darauf aufbaut, das sind die, die auch wirklich eine Bedeutung haben und für die es auch wirklich, also für die es auch wirklich sich lohnt, wenn man da genauer nachforscht. Und so kann man sich das sehr, sehr gut vergleichen auch. Wenn man sich die Frage stellt, haben frühere Leben in diesem Leben noch eine Bedeutung? Das kommt halt ganz darauf an. Und es ist auch jedes Buch unterschiedlich. Also keiner hat ein und dieselbe Geschichte. Von daher kann man auch verschiedene Menschen in der Hinsicht nicht miteinander vergleichen. Also nur weil für den einen die früheren Leben keine Bedeutung mehr haben, die früheren Kapitel, muss es für den anderen Menschen nicht auch so sein, weil jeder sein eigenes Buch hat, sozusagen. Und jeder hat seine eigenen Kapitel, die auch einen unterschiedlichen Zusammenhang auch und unterschiedliche Interaktion miteinander haben. Ja, ich hoffe, das erklärt es euch vielleicht ein bisschen verständlicher, was ich da meine, wenn ich davon rede. Mir hat es halt auch sehr weitergeholfen, in meiner spirituellen Entwicklung einfach über meine früheren Leben zu lernen. Und deswegen bin ich halt damals halt auch meiner ersten sozusagen Seelenverwandten begegnet, die ich in diesem Leben getroffen habe. Ich habe noch weitere Seelenverwandte getroffen in diesem Leben, aber sie war halt wirklich die erste und sie hat mir halt wirklich sehr, sehr viel auch beigebracht und mir sehr viele Türen auch geöffnet. Ja, wie ich ja schon auch erwähnt habe. Aber so war es halt auch bei mir. Und ich weiß, dass es aber nicht die Norm ist, dass man jetzt Leute kennenlernt, die einem da helfen. Deswegen möchte ich euch gerne auch ein bisschen was mit an die Hand geben, wie ihr halt selber über eure früheren Leben etwas herausfinden könnt, wenn ihr das dann gerne möchtet. Es gibt natürlich immer die Möglichkeit, dass man seine Verbündeten fragt. Wenn ihr denn Verbündete habt, könnt ihr sie halt immer fragen, ja, ich möchte gerne etwas über meine früheren Inkarnationen wissen. Kannst du mir da vielleicht helfen oder kannst du mir vielleicht was darüber sagen? Diese Möglichkeit habt ihr halt auch immer, dass ihr eure Verbündeten einfach drauf ansprecht und sie halt fragt, ob sie euch was darüber erklären können oder was darüber zeigen können auch. Wenn sie das möchten, dann kann es zum Beispiel sein, dass sie euch entweder was sagen oder dass ihr halt Träume habt, die euch etwas aus eurem früheren Leben zeigen. Das passiert beispielsweise auch oft. Aber es ist halt auch sehr, sehr oft der Fall, dass man einfach noch nicht so weit ist, bestimmte Dinge aus früheren Leben zu erfahren. Weil aus verschiedenen Gründen beispielsweise kann es sein, dass man einfach noch nicht so weit ist, dass man diese Dinge aus dem früheren Leben verarbeiten kann. Zum Beispiel auch sehr oft, wenn es um traumatische Erfahrungen geht, wenn es um schlimme Erfahrungen geht, die man in einem früheren Leben gemacht hat, dann kann es auch sein, dass man einfach noch nicht so weit ist, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, dass deine Seele noch nicht so weit ist oder dass du noch nicht in dem Punkt in deinem jetzigen Leben bist, wo du dafür bereit bist, einfach gewisse Dinge zu erfahren. Und dann kann es beispielsweise auch sein, dass deine Verbündeten dir da keine Antworten geben oder dass du nichts erfährst, aber dann solltest du das auch nicht irgendwie, da solltest du darüber auch nicht enttäuscht sein oder so. Das bedeutet einfach nur, du bist noch nicht so weit und das muss man halt auch einfach akzeptieren dann in dem Moment. Vielleicht ist man zu einem späteren Zeitpunkt so weit. Man sollte auf keinen Fall irgendwie versuchen, sowas zu erzwingen oder so, weil das ist dann meistens nicht gut. Weil eure Verbündeten, die wissen besser über eure früheren Leben Bescheid als ihr. Die können in eure Seele hineinschauen, die können sehen, was da ist und was da war. Und wenn die der Meinung sind, ihr seid noch nicht so weit, dann seid ihr noch nicht so weit. Und die wissen das besser als ihr. Und in dem Punkt solltet ihr ihnen halt auch einfach vertrauen. Wenn sie euch auch sagen, so, du bist noch nicht so weit oder so. Ja, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man eine Rückführung macht.
Es gibt geführte Rückführungen, also dass andere Personen euch sozusagen dabei helfen, indem sie euch in einen Trance-Zustand versetzen und euch dabei helfen, so euch an euer frühes Leben zurückzuerinnern, dass sie halt eure Erinnerungen sozusagen öffnen. Das gibt es und es gibt halt auch nicht geführte Rückführungen, also so beispielsweise so Rückführungen, die man halt über YouTube machen kann, die man alleine machen kann auch. So Meditationen, so Rückführungsmeditationen gibt es halt auch viel. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man so etwas machen kann, eine Rückführung. Aber auch mit sowas würde ich halt wirklich auch aufpassen. Ihr solltet euch wirklich sicher sein, dass ihr das wollt, dass ihr das auch jetzt in diesem Moment gerade wollt und dass ihr wirklich euch sicher seid, dass ihr auch so weit seid, das zu erfahren, was da eventuell in dieser Rückführung auf euch zukommen könnte. Das solltet ihr auch wirklich in euch wirklich hineinspüren und auch wirklich euch selbst fragen, bin ich wirklich so weit? Bin ich mir wirklich sicher, dass ich das wirklich will? Und habe ich wirklich das Gefühl, ich bin bereit dazu? Wenn ihr das Gefühl nicht habt, wenn ihr euch unsicher seid, dann würde ich euch lieber davon halt abraten, weil es können wirklich krasse Sachen auf euch zukommen, auch in Rückführungen. Ihr wisst, im Grunde wisst ihr nicht, was passieren wird. Und wenn ihr ein schlechtes Gefühl habt, dann lasst es bitte. Also das kann ich euch nur mit an die Hand geben. Ich habe tatsächlich auch selber schon mal eine Rückführung gemacht. Es war eine Rückführung, die ich alleine gemacht habe, über eine Meditation, über eine Rückführungsmeditation. Das war damals, als ich halt noch Kontakt zu meiner Seelenverwandten hatte, also der ersten, die ich kennengelernt habe. Da habe ich mal eine Rückführung gemacht. Und ich habe das gemacht, weil ich ungeduldig war. Und weil ich halt unbedingt mehr über mein früheres Leben herausfinden wollte, über das frühere Leben, wo wir halt damals Dinge erfahren haben, über unsere Verbündeten auch und über die Dinge, die wir erlebt haben. Und ich fand das so faszinierend. Ich wollte halt unbedingt lernen, das zu sehen. Ich wollte unbedingt lernen, das zu spüren und mich daran zu erinnern und einfach so, weil ich konnte das damals noch nicht. Ich hatte da noch diese Blockade und sie hat mich da Stück für Stück rangeführt, dass ich das konnte. Aber ich war halt damals auch frustriert, weil ich es halt anfangs nicht konnte, weil ich anfangs nichts wusste über meine früheren Leben. Und deswegen habe ich diese Rückführung gemacht. Ich wollte versuchen zu erzwingen, dass ich irgendwas sehe, was keine gute Idee ist. Aber wer mich kennt, der weiß, dass Geduld nicht gerade meine Stärke ist. Ich würde das heutzutage so nicht mehr in der Form machen. Aber damals habe ich es halt gemacht, ne? Ich habe in dieser Rückführung, die ich gemacht habe, das Land aus meinem früheren Leben gesehen, wo ich gelebt habe. Ich war dort mit meinem Schutzdämon. Ich habe dann noch ein anderes übernatürliches Wesen auch getroffen. Aber ich habe dieses Land tatsächlich gesehen und ich habe es auch erkannt. Im Nachhinein, als ich diese Rückführung gemacht hatte, habe ich mir Bilder angeschaut von diesem Land und es sah genauso aus, wie dass ich es, wie als ich es. Wie ich es in meiner Rückführung gesehen habe. Und das war schon krass. Also ich habe da tatsächlich etwas gesehen. Und mit dieser Rückführung hat es auch quasi angefangen, dass ich mich mehr und mehr auch an Dinge aus meinem früheren Leben erinnern konnte oder dass mir Dinge von meinen Verbündeten gezeigt worden sind. Das war sozusagen eine der Anfangserfahrungen, die ich gemacht habe, was dieses Thema angeht und was auch meine eigenen Wahrnehmungen bezüglich früherer Leben angeht. Vorher hatte ich mich halt auch selber sehr blockiert durch meine eigene Ungeduld, dadurch, dass ich halt unbedingt was sehen wollte, dadurch, dass ich ungeduldig war, dass ich auch viele Selbstzweifel hatte und Dinge angezweifelt habe, die ich gespürt und gesehen habe. Also, weil ich mir halt nicht sicher war, ist das jetzt wirklich echt, bilde ich mir das auch nicht ein, weil ich hatte damals auch Angst, mir was einzubilden. Die hatte ich auch lange danach noch. Und ich wollte mir halt nichts einbilden. Ich wollte die Wahrheit über meine früheren Leben sehen. Und dadurch, dass ich aber so viele Selbstzweifel hatte und mich auch nicht wirklich darauf eingelassen habe, was kommt, sondern halt auch so ungeduldig war, habe ich mich halt selber auch blockiert. Und daher kam halt auch diese Blockade. Und halt einfach auch, weil ich spirituell gesehen davor noch nicht so weit war. Und ich denke, mein Schutzdämon hat mich und diese Person auch aus einem bestimmten Grund zusammengeführt. Auch, dass ich halt das lerne und ja, halt auch noch Gründe, die sie betreffen, aber das ist wie gesagt eine andere Geschichte. Nachdem ich dann mit ihr den ersten Kontaktabbruch hatte, habe ich auch sehr, sehr lange gezweifelt an der ganzen Sache und ich wollte auch lange nichts von dem Thema frühere Leben wissen, weil ich gedacht habe, sie hätte mich angelogen gehabt, weil sehr viel Mist auch passiert ist
Und weil ich halt einfach nicht mehr wusste, was echt ist und was nicht echt ist. Und ich musste wirklich lernen, dafür ein eigenes Gefühl zu entwickeln und quasi selber durch mein Gefühl und durch meine Wahrnehmung zu wissen, was ist echt und was ist nicht echt. Ich musste lernen, das zu spüren und ich musste lernen, mich darauf einzulassen, ohne so viel an mir zu zweifeln und an dem, was ich wahrnehme. Ohne mich auch auf andere Menschen zu verlassen, sondern das von meinem eigenen Gefühl her zu spüren, von meinen eigenen Wahrnehmungen her. Und das musste ich halt in dieser Zeit auch lernen. Und das war halt auch keine leichte Zeit, weil ich so viel gezweifelt habe und weil ich nicht mehr wusste, was ist echt, was das Thema frühere Leben angeht und was ist nicht echt. Obwohl ich eigentlich die ganze Zeit schon gespürt habe, dass es echt ist und dass mehr dran ist. Aber mein Vertrauen war halt auch einfach kaputt durch diese ganzen Dinge, die mit dieser Person da auch noch passiert waren, woran sie auch nicht alleine schuld war. Aber das ist, wie gesagt, eine andere Geschichte. Und diese Vorstellung, dass das alles, was ich erfahren habe und was ich gelernt habe und was ich auch gesehen habe, was ich wahrgenommen habe, dass das alles fake sein soll, dass das nicht echt sein soll, das hat mich auch psychisch ziemlich belastet, weil ich einfach das Gefühl hatte, das kann doch nicht einfach alles eine Lüge gewesen sein. Das kann doch nicht sein. Und ja, und ich habe halt auch einfach gespürt, dass da mehr dran ist. Und ich habe auch diesen Ort, dieses Land, in dem ich damals meine erste Inkarnation in dieser Welt hatte, mit dem habe ich mich auch immer noch verbunden gefühlt, obwohl ich mit der Person keinen Kontakt mehr hatte. Und obwohl ich damals gedacht habe, sie hatte gelogen und so. Aber ja, ich habe damals auch dieses Land gemalt. Das war eines der ersten Bilder, die ich von diesem Land gemalt habe. Ich blende es euch jetzt hier mal ein. Und es war ja nicht nur so, dass sie mir davon erzählt hat, sondern ich habe das ja auch selber gesehen. Ich habe selber Visionen davon gehabt. Ich habe Träume gehabt. Ich habe Eingebungen gehabt von meinen Verbündeten. Mir wurden Dinge gesagt. Ich konnte einfach nicht glauben, dass das alles nicht der Wahrheit entsprechen hätte. Also, dass das alles nicht wahr war. So. Und ich kann mich an einen Moment erinnern, an eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die mir im Grunde dann gezeigt hat, okay, es war wirklich so. Und es ist wahr, was ich erfahren habe über mein früheres Leben. Weil ich habe wirklich viel gezweifelt. Ich habe auch oft meinen Schutzdämon gefragt, ist das wirklich wahr? Stimmt das wirklich? Habe ich wirklich dort gelebt? Und ich habe mehrmals nachgefragt. Mehrmals. Ich habe aber auch oft solche verschlüsselten Antworten bekommen, wie, ja, das weißt du doch, hör auf dein Gefühl, folge deinem Herzen, du weißt doch, was echt ist. Solche Sachen halt. Und mein Schutzdämon wollte einfach, dass ich lerne, auf meine eigenen Gefühle, auf mein eigenes Gefühl zu hören, auf meine eigene Wahrnehmung zu hören. Und das weiß ich heute, dass es den Grund hatte. Aber ich habe da immer wieder nachgefragt, weil ich immer wieder unsicher war. Und es hat eine ganze Zeit gebraucht, bis ich das gecheckt habe, eigentlich, dass er mir eigentlich im Grunde gesagt hat, dass es so war. Und dass er einfach nur wollte, dass ich das selber sehe, dass ich mir selber mehr vertraue in diesem Thema. Aber ich kann mich, wie gesagt, an ein Schlüsselerlebnis erinnern. Eine Erfahrung, die ich hatte, die mir letztendlich die Augen geöffnet hat und die mir gezeigt hat, okay, mein früheres Leben war, also das war wirklich so. Und ich bilde mir hier nichts ein, ich spinne nicht, sondern das war wirklich so, weil ich hatte wirklich Angst, mir was einzubilden. Und das habe ich meinem Schutzdämon auch gesagt. Ich habe gesagt, so, ich möchte mir nichts einbilden. Ich möchte die Wahrheit wissen und ich möchte auch nicht in irgendeiner Fantasiewelt reinrutschen oder so, weil das Thema ist mir wirklich viel zu wichtig, als dass ich irgendwie irgendwelchen Hirngespinsten hinterherlaufen möchte. Ja, und dann hatte ich sozusagen ein Erlebnis. Ich habe an einem Abend mit meinem Schutzdämon gesprochen. Ich habe ihm gesagt, so, ich brauche Antworten, ich möchte wissen, ob das real ist. Und zeig mir bitte, ob es real ist. Oder wenn ich auf einem Holzweg bin, bitte gib mir ein Zeichen. So. Und dann habe ich einen Satz von meinem Schutzdämon gehört. Er sagte zu mir, ich nehme dich heute Nacht mit nach Punkt, Punkt, Punkt. Also den Namen des Landes, wo ich damals halt gewohnt habe. Den werde ich jetzt ja auch nicht sagen, aber er hat mir klar und deutlich gesagt, dass er mich in dieser Nacht mitnehmen würde an diesen Ort. Und ich hatte tatsächlich einen Traum,
dass ich da dort war mit ihm und noch mit einem anderen Verbündeten von mir. Und das war total krass. Und das hat mir letztendlich gezeigt, okay, ich habe mir das nicht eingebildet. Und das war eigentlich der Moment, der mir so ein bisschen die Augen geöffnet hat, was dieses Thema betrifft. Und der mir auch gezeigt hat, okay, ich muss da nicht zweifeln. Und der mir halt auch einfach gezeigt hat, okay, dieser Ort ist real, dieses Land aus meinem früheren Leben, das ist echt. Und ich habe das wirklich gesehen. Ja, so viel dazu. Und als letztes möchte ich gerne nochmal mit euch über das Thema Seelenverwandtschaft sprechen. Wir haben das ja schon ein bisschen angeschnitten in dem Video, aber ich möchte nochmal mit euch darüber reden, was ist eine Seelenverwandtschaft genau? Was ist auch eine Seelenfamilie? Und wie spürt man, ob man mit jemandem so eine Verbindung hat? Und inwiefern hat das mit dem früheren Leben zu tun? Und inwiefern aber auch nicht? Bevor ich allerdings genauer auf das Thema Seelenfamilie und Seelenverwandtschaft und wie das so miteinander zusammenhängt, zu sprechen komme, möchte ich nochmal eine ganz deutliche Warnung auch aussprechen. Vor allen Dingen für diejenigen, die neu in dem Thema sind. Wenn jemand ankommt zu euch und behauptet, er wäre ein Seelenverwandter von euch, also Seelenverwandten definiere ich persönlich so, dass er in einem früheren Leben mit euch sozusagen verwandt war oder auf andere Art und Weise halt eine Verbindung zu euch hatte, eine seelische Verbindung, die bis in dieses Leben halt anhält, sozusagen. Also eine Seelenverwandtschaft ist sozusagen, man ist im früheren Leben miteinander verwandt gewesen quasi. Ja, wenn jemand zu euch sagt, er ist ein Seelenverwandter von euch, er kannte euch aus einem früheren Leben, dann muss das nicht unbedingt immer der Wahrheit entsprechen. Es gibt sehr, sehr viele Betrüger da draußen, die einfach nur sich in den Mittelpunkt stellen wollen, die Aufmerksamkeit wollen und die euch einfach nur anlügen. Deswegen passt auf jeden Fall da auf. Lasst das von euren Verbündeten überprüfen. Fragt sie, ob da was dran ist, weil die wissen besser auch über eure Inkarnationen Bescheid als ihr. Also über eure bisherigen Inkarnationen. Und die wissen auch, ob diese Person die Wahrheit sagt oder nicht. Also lasst das bitte überprüfen von ihnen, von der geistigen Welt. Und falls ihr noch keine Verbündeten habt, dann spürt da bitte ganz genau rein. Hört auf euer Gefühl. Hört auch immer darauf, was ihr spürt. Wenn ihr ein komisches Gefühl oder ein schlechtes Gefühl habt, dann seid bitte ganz, ganz vorsichtig und überprüft das bitte genau, ob das wirklich stimmt, was dieser Person euch erzählt. Weil ich bin selbst mal auf eine Betrügerin reingefallen, die mir sonst was für komische Geschichten auch erzählt hat, die auch behauptet hatte, sie wäre eine Seelenverwandte von mir. Und ich habe den Fehler gemacht, ich habe das nicht überprüfen lassen genauer und ich bin drauf reingefallen. Und das war nicht cool, weil sie mir wirklich, sich wirklich extrem angelogen hat und ziemlich miese Sachen auch abgezogen hat. Ja, und weil sie halt auch meine Verbündeten mit reingezogen hat, sogar um Lügengeschichten zu erzählen und zu verbreiten. Und es war wirklich unter aller Sau, was er sie gemacht hat. Aber ich möchte einfach, dass ihr diesen Fehler nicht macht. Also bitte überprüft das, ob jemand wirklich euer Seelenverwandter ist oder nicht. Nicht jeder, der das behauptet, nicht bei jedem, der das behauptet, muss es auch stimmen. Also überprüft das bitte wirklich ganz genau. Aber selbst dann, wenn ihr wisst, dass ihr mit einer Person in einem früheren Leben verwandt gewesen seid, und wenn da Verbindungen aus dem früheren Leben da sind, und wenn ihr euch da auch sicher seid, wenn ihr das überprüft habt, selbst dann ist noch nicht hundertprozentig sicher, ob diese Person auch tatsächlich eine Seelenverbindung zu euch hat, beziehungsweise zu eurer Seelenfamilie gehört. Eine Seelenfamilie ist nämlich noch ein bisschen eine tiefere Ebene als einfach nur, man kennt sich aus früheren Leben und man war in früheren Leben verwandt miteinander. Das ist halt das, wie oft eine Seelenverwandtschaft definiert wird. Aber das ist eigentlich eine Seelenverbindung, ist, wie der Name schon sagt, auf seelischer Ebene. Und eine Verbindung, die einfach nur auf gemeinsamen früheren Leben beruht, kann beispielsweise auch eine sogenannte karmische Verbindung sein. Eine karmische Verbindung ist nicht gleich eine Seelenverbindung. Eine karmische Verbindung bedeutet, dass man diese Leute trifft aus den früheren Leben, weil man etwas lernen muss in diesem Leben von ihnen. Oder halt einfach durch die Erfahrungen, die man mit ihnen macht. Bei einer Seelenfamilie so, andererseits ist es halt auch noch ein bisschen was anderes. Eine Seelenfamilie, da hat man das Gefühl, dass man einfach auf einer tieferen Ebene auch miteinander verbunden ist. Man ist auch füreinander da, man kann sich gegenseitig vertrauen.
Und man hat halt einfach so eine Verbindung auf einer seelischen Ebene, sozusagen, auf einer tieferen Ebene. Und das ist eine wirkliche Seelenverbindung. Eine Seelenverbindung kann sich auch über mehrere Leben aufbauen. Das ist beispielsweise auch sehr oft bei der Verbindung zu Wesenheiten der Fall, dass man halt einfach schon über mehrere Leben mit diesen Wesen verbunden ist und dass man halt einfach diese Herzensbindung, die man zu diesem Wesen hat, auch über mehrere Leben hat. Und es ist bei einer Seelenverbindung, die man zu Menschen hat, ähnlich. Es ist vielleicht nicht immer ganz so stark wie jetzt eine Verbindung zu einer Wesenheit, eine Herzensbindung, aber man kann es schon miteinander vergleichen. Und damit ihr halt auch ein bisschen was an der Hand habt, wie ihr denn eine richtige Seelenverbindung zu einem anderen Menschen erkennen könnt, möchte ich euch jetzt hier ein paar Sachen an die Hand geben, wie ihr das merkt. Das erste Anzeichen ist, ihr habt das Gefühl, ihr kennt diese Person wirklich schon ewig. Also selbst wenn ihr euch gerade erst kennengelernt habt, habt ihr das Gefühl, den anderen schon ganz, ganz lange zu kennen und auch sehr, sehr gut zu kennen. Und halt auch so ein, ihr habt halt auch so ein Gefühl füreinander, so ein vertrautes Gefühl einfach. Und ihr versteht euch halt einfach, als ob ihr wirklich euch schon ewig kennt. Und das ist halt auch so ein Zeichen, dass es sein kann, dass da eine Seelenverbindung ist. Ja, es fühlt sich einfach an, als ob ihr eine Familie seid, als ob ihr einfach beispielsweise auch zusammen aufgewachsen seid. Und es ist halt einfach ein ziemlich krasses Gefühl. Das hatte ich beispielsweise bei meinem Seelenbruder auch. Also mein Seelenbruder war in einem früheren Leben mein Bruder und wir haben halt zum Beispiel auch eine Seelenverbindung. Bei einer Seelenverbindung ist es auch so, dass man eine sehr hohe Empathie füreinander hat. Also man merkt, wenn es der anderen Person nicht gut geht. Man passt halt auch einfach aufeinander auf und ist füreinander da und man versteht sich auch gegenseitig, so auf einer auf der Gefühlsebene. Also man kann einander auch sozusagen lesen und ja, man versteht die Gefühle des anderen und man ist halt einfach füreinander da und passt aufeinander auf. Man hat halt auch einfach sofort das Gefühl, dass man sich versteht und dass man auch einfach den anderen versteht. Auch wenn man sich noch gar nicht lange kennt, beispielsweise in diesem Leben. Ein weiteres Zeichen für eine Seelenverbindung mit gemeinsamen früheren Leben ist beispielsweise auch, dass man ja gemeinsame Erinnerungen an diese früheren Leben hat, dass man Visionen hat von demselben Ort beispielsweise oder dieselben Flashbacks sozusagen aus früheren Leben hat und dasselbe Gefühl, was frühere Leben angeht. Gemeinsame Träume, die man hat, die vielleicht ähnlich sind, die sich miteinander decken oder sich an oder einander ergänzen. Und dass man halt einfach auch, ja, dasselbe, sozusagen dieselben Gefühle hat, was das frühere Leben angeht. Ja, sowas meine ich. Und auch gemeinsame Verbündete können ein Zeichen dafür sein. Bei mir und meinem Seelenbruder ist es beispielsweise auch so, dass wir denselben Schutzdämon haben. Bei der allerersten Seelenverwandten, die ich kennengelernt habe, war das auch so, dass sie und ich denselben Schutzdämon hatten. Und das ist so ein Ding, was ich halt oft beobachtet habe. Wenn man mit jemandem wirklich eine Seelenverbindung hat, dann hat man auch oft dieselben Verbündeten. Oder zumindest aus einem, aus demselben Pantheon und so. Also dieselben Schutzwesen sozusagen. Weil oft ist es beispielsweise auch so, dass Verbündete, die man hat oder Wesenheiten von drüben auch auf deine Seelenfamilie beispielsweise aufpassen. Oft ist es so, dass Seelenfamilien dieselben Schutzwesen haben und dass diese Wesen auch in einer gewissen Art und Weise Teil dieser Seelenfamilie sind. Weil alle aus dieser Seelenfamilie eine Verbindung zu diesen Wesen haben. Das ist halt auch so ein voll sehr interessantes Phänomen, was ich halt beobachtet habe, von meinen eigenen Erfahrungen her auch. Und ja, das waren halt einfach so diese Anzeichen, wie man eine Seelenverbindung erkennt. Man hat bei einer Seelenverbindung einfach sofort das Gefühl, man kann einander einfach vertrauen und man ist einfach auf derselben Wellenlänge sozusagen. Ja, das kann natürlich auch bei guten Freunden der Fall sein. Das muss nicht unbedingt heißen, dass man sich aus einem früheren Leben kennt, aber es können Anzeichen einer Seelenverbindung sein. Gerade das mit den gemeinsamen Erinnerungen, mit gemeinsamen Visionen oder auch gemeinsamen Verbündeten beispielsweise. Ja, das Ganze ist halt ein wahnsinnig interessantes Thema und man könnte da stundenlang darüber reden. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist,
eine Seelenverwandtschaft, also eine Verwandtschaft aus einem früheren Leben, dass man in einem früheren Leben verwandt war miteinander, muss nicht unbedingt heißen, dass man eine Seelenverbindung hat oder dass man eine Seelenfamilie ist. Weil es ist wie bei der eigenen biologischen Familie aus diesem Leben auch. Nicht jedes Familienmitglied einer Familie aus diesem Leben hat es wirklich verdient, Familie genannt zu werden. Es gibt beispielsweise viele Eltern, die ihre Kinder misshandeln oder die ihre Kinder absolut schrecklich behandeln. Oder auch Verwandte, die die Familie im Stich lassen, die ihre Familie verraten, die sie hintergehen. Und diese Leute, das ist keine wirkliche Familie. Das ist zwar Verwandtschaft, aber Familie bedeutet für mich, man kann einander vertrauen, man ist füreinander da. Und man behandelt sich gegenseitig nicht wie Dreck. Und genau dasselbe gilt halt auch für eine Seelenfamilie. Verwandtschaft, das ist Schicksal. Aber Familie findet immer im Herzen statt. Und nicht jeder Verwandte ist gleichzeitig auch Familie. Und es gilt für die Seelenfamilien und es gilt auch für die biologischen Familien. Und damit kann man es eigentlich sehr, sehr gut vergleichen. Und wenn wir schon beim Thema biologische Familien sind, es kann natürlich auch gut sein und es ist in vielen Fällen auch so, dass Leute, die du in deiner Familie hast, in diesem Leben, dass auch die zu deiner Seelenfamilie gehören. Bei mir ist es zum Beispiel ganz eindeutig, dass meine Uroma, die verstorben ist, als ich 4 Jahre alt war, zu meiner Seelenfamilie gehört. Weil ich habe sie schon sehr, sehr oft auf der astralen Ebene getroffen. Und ich habe mit ihr auch eine starke seelische Verbindung. Genauso andere Familienmitglieder aus meiner jetzigen Familie, mit denen ich auch eine seelische Verbindung habe. Also das ist auch möglich. Und man kann auch zu Tieren tatsächlich und auch zu Wesenheiten eine seelische Verbindung haben. Und auch das ist Seelenfamilie. Also Seelenfamilie sind Verbindungen auf der seelischen Ebene, auf der geistigen Ebene. Und ja, das ist halt... Ist ein bisschen ein kompliziertes Thema, aber ich hoffe, ich habe es euch einigermaßen verständlich rübergebracht, dass ihr es auch nachvollziehen könnt, was ich meine. Es ist tatsächlich auch so, dass man nicht in einem früheren Leben unbedingt verwandt gewesen sein muss, um zu einer Seelenfamilie zu gehören, sondern eine Seelenverbindung kann auch in diesem Leben beispielsweise entstehen. Es ist oft so, dass man sich aus früheren Leben schon kennt. In den meisten Fällen ist es so bei einer Seelenverbindung. Aber eine Seelenverbindung kann auch neu entstehen in diesem Leben. Ja, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Das Video ist sehr lang geworden, aber ich wollte einfach mal über dieses Thema reden, weil es mich halt einfach wirklich auch lange beschäftigt hat und immer noch beschäftigen wird in der Zukunft, denke ich. Und weil ich halt auch einfach so viel daraus gelernt habe, mich mit diesen Dingen zu beschäftigen, weil es mir so viel gegeben hat und weil ich halt einfach ein bisschen meine eigenen Erfahrungen auch mit euch teilen wollte. Einfach damit ihr auch ein bisschen vielleicht was draus mitnehmen könnt. Ja, ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel gelernt durch das, was ich erlebt habe, durch auch meine Verbündeten und auch durch Mitglieder meiner eigenen Seelenfamilie. Ganz viel Liebe geht übrigens raus an euch, falls ihr das Video seht. Und an dieser Stelle möchte ich es auch beenden. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Falls ihr Fragen zu dem Thema habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Tschüss!